Das ist unsere Erde. Vor 335 Millionen Jahren. Da gab's mich noch nicht. Dafür aber einen Superkontinent, Pangea. Siehst du? Bringen wir ihn mal in Bewegung. Okay, jetzt ist der Kontinent in zwei gebrochen. Australien schwimmt da lang und Nord- und Südamerika schwimmen da lang. Afrika, Asien und Europa formen sich langsam und da. Unser Planet, wie wir ihn heute kennen. Aber machen wir weiter. Die Kontinente sind schließlich immer in Bewegung. Mit der Zeit werden einige von ihnen aufeinanderprallen und andere werden auseinanderbrechen. Aber das dauert seine 100 Millionen Jahre. Ich spule mal vor. Heute in 100 Jahren. Die Menschheit schießt immer noch wie wild CO2 in die Atmosphäre und der Planet hat sich mittlerweile ordentlich erwärmt. Der Meeresspiegel ist über einen Meter gestiegen. Und die Bahamas? Komplett verschwunden. In 200 Jahren liegt die Population der Erde bereits bei 19 Milliarden Menschen. Die Klimaerwärmung macht keinen Halt und wir werden wie Bratwürste gebrutzelt. Mithilfe der Medizin können wir schon 180 Jahre alt werden. Aber wozu überhaupt? Öl- und Gasreserven längst aufgebraucht. Oh, und die Kontinente sind um 5 Meter weitergetrieben. Währenddessen dringt die Voyager 1 Weltraumsonde in eine Asteroidenwolke am Rande unseres Sonnensystems vor. Sie ist jetzt das am weitesten entfernte menschengemachte Objekt im ganzen Universum, glaube ich. Heute in 1000 Jahren. Dank besserer Nahrungsqualität wachsen wir im Durchschnitt auf 2 Meter heran. Die Wissenschaft hat die Umweltverschmutzung und die Energiewende in den Griff bekommen. Der Menschheit geht's gut. Die Roboter machen die Arbeit und wir entspannen einfach den ganzen Tag. Der Meeresspiegel ist um weitere 3 Meter angestiegen. Inseln wie die Seychellen, Malediven, Galapagos und noch weitere wurden vom Wasser verschluckt. Dänemark, die Niederlande, Ostengland, Thailand und Vietnam liegen teilweise unter Wasser. Im letzten Jahrhundert gab es riesige Völkerwanderungen. Wir spulen weitere 5000 Jahre vor. Es ist das Jahr 8113. Und die Menschen eröffnen die Krypta der Zivilisation. Sie ist hermetisch abgeriegelt und befindet sich in Georgia in den USA. Sie wurde 1940 erbaut und beinhaltet ungefähr 800 Bücher auf Mikrofilm sowie Stimmaufnahmen bekannter Leute. Auch die damalige Technologie kann man darin begutachten. Toaster, Radios und Schreibmaschinen. Diese Krypta wurde geschaffen, um im Falle der Auslöschung der Menschheit durch eine Katastrophe wieder von Neuem beginnen zu können. Wir müssten also alle wieder auf Schreibmaschinen schreiben? Heute in 15.000 Jahren. Unser Planet hat sich geneigt und die Sahara ist jetzt ein tropisches Paradies. Jahrelanger Regen hat die Wüste in einen wilden Dschungel verwandelt. 30.000 Jahre. Die Voyager 1 Weltraumsonde hat die Asteroidenwolke am Rande unseres Sonnensystems endlich verlassen. Wenn sie nicht mit irgendwas kollidiert, wird sie von nun an eine sehr lange Zeit durch das dunkle Nichts schweben. Heute in 50.000 Jahren. Das Klima hat sich stark verändert, die Temperaturen auf der Erde fallen und wir nähern uns dem Beginn einer neuen Eiszeit. Das Radiosignal mit der Hallo ihr Aliens da draußen Nachricht, das 74 ins All geschickt wurde, hat sein Ziel erreicht. Die Datenscheibe bildet unser Zahlensystem sowie unsere DNA und unser Sonnensystem ab. Gibt es jemanden oder etwas am anderen Ende des Universums, können wir jetzt eine Nachricht erwarten. Heute in 100.000 Jahren. Einer der größten Sterne in unserer Galaxie, der Canis Majoris, explodiert mit gewaltiger Kraft. Die Explosion dieser Supernova kann sogar am Tage von der Erde aus beobachtet werden. Und die Nächte sind von nun an viel heller durch das neue Leuchten am Nachthimmel. Was gibt es Neues auf der Erde? Überall brechen Supervulkane aus. Diese Vulkane speien kolossale Mengen Lava und Asche in die Lüfte. Dicke schwarze Wolken verdecken den Himmel. Dadurch dringen die Sonnenstrahlen nicht mehr zur Erde hindurch und die Temperaturen sinken stark. Aber die Menschen leben eh schon unter dem Erdboden, also macht das nichts. Da die Sterne sich allmählich in verschiedene Richtungen fortbewegen, verändern auch unsere Sternbilder ihre gewöhnliche Form. Schon bald müssen wir uns neue Namen für die Konstellationen ausdenken. Heute in 250.000 Jahren. Oh, eine neue Insel ist auf der Karte aufgetaucht. Damals, 2021, war es nur ein Unterwasservulkan irgendwo im Pazifik. Nach tausenden von Jahren von vulkanischen Prozessen gelangt er an die Oberfläche und schnuppert erstmals frische Luft. Viel wächst allerdings noch nicht darauf. Die Niagara-Fälle gibt es schon längst nicht mehr. Und die beiden Seen Lake Erie und Lake Ontario haben sich zu einem Supersee zusammengeschlossen. Heute in 300.000 Jahren. Das Dreifachsternsystem WR-104 ist kurz davor zu explodieren.
Es rotiert verdammt schnell und es besteht die Chance, dass die Strahlung der Explosion die Erde erreicht. Das würde für alle Lebensformen hier nicht gut ausgehen. Voyager 1 erreicht währenddessen den hellsten Stern am Nachthimmel, Sirius. Der hat allerdings nichts mit Sirius Black zu tun. Dafür ist er 8,6 Lichtjahre von der Erde entfernt. 500.000 Jahre voraus. Die Wissenschaft ist sich sicher, dass jederzeit ein riesiger Meteorit auf die Erde stürzen könnte. Vielleicht sogar so groß wie 8 Fußballfelder. Die Einschlagskraft eines solchen Meteoriten wäre so gewaltig, dass die Explosion auf jedem Kontinent gehört werden könnte. Es würden superstarke Erdbeben folgen und Tsunamis, die höher wären als das Sonnenseite Empire Trade Center Building. Okay, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber wer weiß, was wir in der Zukunft bauen werden? 1 Million Jahre von heute. Der berüchtigte Stern Gliese 710 kommt unserem Sonnensystem gefährlich nahe. Wir sind von einem riesigen Asteroidenschild umgeben, der Oortschen Wolke, und Gliese fängt an, diese Asteroiden zu beeinflussen. Er greift sie, schleudert sie durch die Gegend und wirft sie in Richtung unserer Sonne. Kometen treffen regelmäßig auf unseren Planeten, also richtig große, die Tsunamis und Erdbeben verursachen. Heute in 10 Millionen Jahren. Das Rote Meer breitet sich zum ostafrikanischen Graben aus. Afrika ist nun durch einen neuen Golf im Ozean in zwei geteilt worden. Das menschliche DNA-Molekül ist komplett zerfallen. Aber nicht so schlimm. Wir sind digital geworden und kriegen keine Falten mehr. Und das Lustige ist, dass andere Tiere sich weiterentwickelt und echt verändert haben. Dank neuer Geräte können wir mit Delfinen, Affen, Hunden und Katzen reden. Stellt sich heraus, dass Katzen gar nicht schlecht drauf sind. Sie denken nur übers Leben nach. Heute in 25 Millionen Jahren. Die San Andreas-Spalte spielt verrückt und sorgt dafür, dass der kalifornische Golf das kalifornische Längstal flutet. Damit gibt es ein neues Meer an der Westküste Nordamerikas. 50 Millionen Jahre von heute. Afrika ist mit Eurasien kollidiert. Das Mittelmeer? Einfach verschwunden. Auf der Welt gibt es einen neuen größten Berg. Sein Name? Na, der Mount Everest natürlich. Australien ist weiter auf dem Weg nach Norden. Vor ein paar Millionen Jahren wäre es fast mit Südostasien zusammengestoßen. Die paar menschlichen Kolonien auf dem Mars müssen langsam ihre Sachen packen. Phobos, einer der Marsmonde, umkreist den Planeten auf immer tieferer Umlaufbahn. Uncool. Der Mond ist 22,5 Kilometer breit. Das wird unbehaglich. Heute in 60 Millionen Jahren. Die kanadischen Rocky Mountains sind komplett zerfressen und nur noch ein gigantisches Flachland. 80 Millionen Jahre. Alles, was von Hawaii noch übrig ist, ist eine Insel. Die restlichen sind schon längst unter Wasser. Doch direkt daneben ist eine neue hawaiianische Inselkette aufgetaucht. Na endlich. 100 Millionen Jahre von heute. Wir haben es geschafft. Der Atlantik ist fast weggeschrumpft, Amerika reibt sich an Afrika, Afrika verschmilzt mit Eurasien. Wir haben wieder einen Superkontinent. Hallo Pangaea Proxima. Alle Spuren der Menschheit sind dahin oder tief im Untergrund vergraben. Die Plattenbewegungen haben Tunnel, Straßen, Gebäude und Brücken zerstört. Tiere und Pflanzen regieren jetzt wieder die Erde. Und wo sind die Menschen? Naja, du weißt ja, wir haben uns vor ca. 90 Millionen Jahren digitalisiert. Läuft also noch alles. Billionen menschlicher Gedächtnisse fliegen auf einer riesigen Festplatte in einem Raumschiff um die Erde. Die super niedrigen Temperaturen eignen sich gut für die Erhaltung der Daten. Wir haben Millionen verschiedener Gesellschaftsformen, Sprachen und Kulturen, genau wie vor 100 Millionen Jahren. Der einzige Unterschied? Wir sind alle nur noch kleine Einsen und Nullen in einem gewaltigen digitalen Universum, das wir erschaffen haben. Und ja, Fußball gibt's auch noch. Ole. Wir reisen in die Zeit zurück. War schon mal schwieriger. Wir fliegen am Mittelalter vorbei, treffen die ersten Menschen, die antiken Vorfahren der ersten Menschen, bestaunen Dinosaurier, die ersten Landtiere und antike Seegeschöpfe und so weiter, bis wir am Beginn der Zeit angekommen sind. Und hier ist es. Dieser Nebel ist unser Sonnensystem. Momentan ist es nur eine farbenfrohe Staubwolke, die aus Wasserstoff und Helium besteht und herumwirbelt. Diese Wolke beginnt nun zu schrumpfen und dichter zu werden. Es gibt die Theorie, dass es in ihrer Nähe zu Supernova-Explosionen kam. Deren Schockwellen quetschten den Nebel von verschiedenen Seiten zusammen, bis das Zentrum der Wolke zu schwer wurde. Der enorme Druck wirkte auf die Wolke und vom Zentrum gingen nukleare Kettenreaktionen aus. Das erhitzte die Wolke und ließ sie glühen. Und schon bald bildete sich eine dichte Sphäre, die Geburtsstunde unserer Sonne. Das geschah vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Unser Planet existiert noch nicht.
Stattdessen gibt es nur eine Scheibe aus Staub und Weltraumschrott, die die junge Sonne umkreist. Diese Teile verschmelzen nach und nach miteinander und werden immer schwerer. Schauen wir uns mal das Zentrum dieses Asteroidenhaufens an. Das Gesamtgewicht dieser Objekte komprimiert ihr Zentrum so sehr, dass sich dort ein metallischer Kern zu bilden beginnt. Der enorme Druck erhitzt den Kern, sodass die Temperatur im Kern der jungen Erde auf 6000 Grad Celsius steigt. Und um den festen Kern gibt es auch einen flüssigen. Wenn die Strahlung der Sonne und Sonnenwinde nun die Erde erreichen, durchbrechen sie ein Schild, unser Magnetfeld. Bisher brennt unser Planet vor sich hin und sieht aus wie ein Lavaball. Aber die Kugel kühlt sich ab und bildet eine feste Kruste. An diesem Punkt erscheint ein anderer Protoplanet am Horizont, der eher wie ein Asteroid in der Größe des Mars aussieht. Und dieses gewaltige Teil fliegt nun auf uns zu. Es trifft die Erde in einem solchen Winkel, dass ganze Stücke von ihr ins All katapultiert werden. Der Asteroid selbst zerberstet in alle Einzelteile und kommt in unserer Umlaufbahn zum Stehen. Nach einer Weile fügen sich die Bruchstücke zum Mond zusammen. Durch die Kollision rotiert die Erde zu schnell. Ein Tag dauert jetzt 5 Stunden anstatt der üblichen 24. Doch der Mond ist groß genug, um die Erde mit seiner Gravitation abzubremsen. Die Erde sieht nicht unbedingt bewohnbar aus. Die Gravitationskraft des Mondes dringt tief in die Erde vor und verursacht vulkanische Aktivitäten. Außerdem stürzen immer wieder Meteoriten herab, die für Explosionen auf der Erdoberfläche sorgen. Aua! Das Gas, das aus den Vulkanen austritt, formt unsere Atmosphäre. Das Eis, das mit den Meteoriten auf unsere Erde kam, verdunstet. Der Dampf steigt auf und wird zu Regen. Das Wasser kühlt die heiße Lava ab und bildet die ersten Seen und Flüsse. Für einige weitere 100 Millionen Jahre gleicht die Erde der Venusoberfläche. Sie ist ein lebloser Ort mit ein paar Vulkanen, saurem Regen und keinem Sauerstoff zum Atmen. Die Sonne war damals nicht so hell wie heute. Und ihre Strahlen konnten die vulkanische Asche in der Atmosphäre nicht durchdringen. Doch vor etwa 3,7 Milliarden Jahren erblickten die ersten Einzeller das Licht der Welt. Sie brauchten keinen Sauerstoff und machten es sich in flachen, warmen Ozeangewässern nahe der Küste gemütlich. Diese Bakterien regierten die Erde für ca. 2 Milliarden Jahre, während des Archaikums. Sie hinterließen Stromatolithen, also Steinsäulen, am Grund der flachen Warmgewässer. Sie sind das Produkt einfacher Organismen und Bakterien. Die Bakterien entwickelten sich, bis sie lernten, Photosynthese zu betreiben. Bakterien haben angefangen, Sauerstoff zu produzieren, indem sie Sonnenlicht absorbierten. Dieser Sauerstoff oxidierte zuerst Steine, doch ein Überschuss gelang auch in die Atmosphäre. Außerdem gab es schon bald die ersten Algen, die ebenfalls Sauerstoff produzierten. Dieses Ereignis wird als große Sauerstoffkatastrophe bezeichnet. Toller Name. Dadurch verschwanden nämlich alle lebenden Organismen von der Oberfläche. Für einfache Organismen war Sauerstoff giftig und so sanken die Überreste der Bakterien und Mikroorganismen auf den Meeresgrund. Viele Millionen Jahre später wurden diese Überreste recycelt und unter dem enormen Druck des Wassers und der Erdkruste zu Öl. Das Archaikum endet schließlich mit dieser Katastrophe vor 2,5 Milliarden Jahren. Zur selben Zeit formten Kontinente die Erde, die später wie Puzzleteile durch die großen Ozeane treiben und den Superkontinent bilden würden. Doch bis jetzt bilden immer noch Methan und Kohlenstoff den Großteil der Atmosphäre. Das führt zum Treibhauseffekt und Temperaturanstieg. Doch das steigende Sauerstoffvorkommen stoppt den Treibhauseffekt und die Temperaturen sinken wieder ab. Und hier beginnt die Eiszeit, die sogenannte paläoproterozoische Vereisung. Sie dauerte von vor 2,4 bis vor 2,1 Milliarden Jahren an. Die Forschung vermutet, dass die Erde zu dieser Zeit fast komplett mit Eis bedeckt war, sogar entlang des heißen Äquators. Eine Riesenveränderung, wenn du bedenkst, dass die Erde 2 Milliarden Jahre davor noch ein Lavaball und kein Eisklotz war. Die Erde während dieser Eiszeit glich Europa, also einem der Monde Jupiters. Auch dort gibt es eine dicke Eisschicht, unter der sich flüssiges Wasser verbirgt, das vom Kern erhitzt wird. Die Evolution der Sonne hat unseren Planeten gerettet. Seit ihrer Entstehung vor 4,5 Milliarden Jahren wurde sie stetig größer und heißer. Nach 300 Millionen Jahren der Eiszeit wärmte sich die Erde also langsam auf. Doch fast das gesamte Leben dort wurde ausgelöscht und die Evolution musste wieder von vorne beginnen. Vor etwa 1 Milliarde Jahren haben sich alle Kontinente des Planeten zu einem hypothetischen Superkontinent zusammengeschlossen, Rodinia. Und alle Ozeane bildeten zusammen Nirovia.
Vor 750 Millionen Jahren brach dieser Kontinent auseinander und riesige Landbruchstücke trieben über den Planeten. Und genau dann entstanden komplexe Pflanzen und multizellulare Mikroorganismen. Algen, Schwämme und Wasserpilze waren bei weitem nicht die einzigen Lebewesen der Meere. Das ist Spirigina, ein Wurm so groß wie dein Finger. Wir besitzen fossile Überreste dieses Tiers, die ungefähr 550 Millionen Jahre alt sind. Vor 541 Millionen Jahren begann das Phanerozoikum. Das Highlight dieser Zeit? Die kambrische Explosion. Das Leben erblühte auf der Erde und eine Vielzahl lebender Organismen entwickelte sich, darunter Weichtiere und Echinodermenkörper wie Seesterne und Seeigel. Die Organismen hatten nun nicht mehr nur ein inneres, sondern auch ein äußeres Skelett, ein Trilobit zum Beispiel. Einige dieser Viecher konnten einen Meter lang werden. Und ihre Schutzpanzer legen nahe, dass es auch Räuber im Ozean gab. Eine Nahrungskette entstand. Gleichzeitig verschmolzen die Kontinente wieder miteinander. Dieser Superkontinent war anders geformt. Man nennt ihn Panozia. Später drifteten die Kontinente wieder auseinander und kollidierten. So kam es zur Entstehung der ersten Bergketten. Danach trafen sich die Kontinente noch ein letztes Mal und formten den riesigen Superkontinent Pangea vor etwa 335 Millionen Jahren. Hier sehen wir bereits die Umrisse von Afrika, Nord- und Südamerika, Australien und Eurasien. Eines der größten Meeresgeschöpfe überhaupt, der Dunkleosteus, tauchte auf. Einige Exemplare wuchsen auf die Größe eines Schulbusses heran und wogen so viel wie ein großer SUV. Auf dem Land herrschte ein heißes, feuchtes Klima. Farne und andere Pflanzen wuchsen schneller, manche sogar bis auf die Höhe eines dreistöckigen Gebäudes. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Erde verlassen Lebewesen die Gewässer und kriechen aufs Land. Elginapeton und Ichthyostega beispielsweise. Zuerst lebten sie an der Küste, da ihre Haut noch nicht an die Sonne gewöhnt war. Außerdem hatten sie Probleme mit der Atmung. Die ersten Landtiere hatten sowohl Kiemen als auch Lungen. Doch die Lungen waren unterentwickelt, also kehrten sie erstmal zurück ins Wasser. Millionen Jahre später haben sie es noch einmal versucht, jetzt in Form von fortentwickelten Amphibien. Auch wenn sie kaum größer als gewöhnliche Eidechsen waren, konnten sie nun auf dem Land überleben. Doch diese Blüte des Lebens wurde erneut durch eine Eiszeit unterbrochen. Die Gletscher von den Polen krochen langsam in Richtung des Äquators. Die Tiere waren darauf nicht vorbereitet und die meisten waren ihrem Untergang geweiht. Doch vor 290 Millionen Jahren startete die Evolution einen neuen Versuch und noch mehr Landtiere tauchten auf. Allmählich wurden sie größer, pflanzten sich fort und brachten ganz neue Spezies wie die Scutosaurus und Gorgonopsia auf die Welt. Doch auch diese Epoche hielt nicht lange an. Denn nur 40 Millionen Jahre später, und man weiß nicht warum, wurden 95% allen Lebens auf der Erde ausgelöscht. Daran könnten ein riesiger Meteorit oder erhöhte vulkanische Aktivitäten schuld sein. Eine andere Theorie geht von Methan aus, das vom Boden der Ozeane emporstieg. Das Mesozoikum kam nach diesem Massenaussterben. Und mit ihm entwickelten sich viele bekannte Dinosaurier. Ein neues Kapitel der Erdgeschichte. Unser gutes altes Sonnensystem ist ein ziemlich wundersamer Ort. Es birgt so viele fantastische Phänomene, die wir Menschen bisher nicht erklären können. Es gibt Gerüchte von einem riesigen, noch nicht entdeckten Planeten hinter Neptun, Vulkanen auf Pluto, die Eis speien, und einem mächtigen Canyon auf dem Mars, in dem die gesamte Fläche der USA Platz findet. Finden wir heraus, was davon stimmt, und sprechen wir über die rätselhaftesten Fakten unseres Sonnensystems. Das Sonnensystem ist 4,6 Milliarden Jahre alt. So alt, dass es schon ein Senior-Sonnensystem ist. Wissenschaftler kamen auf diese Schlussfolgerung, nachdem sie die ältesten Materialien, damit meine ich natürlich Meteoriten, untersucht haben. Auf der Venus könntest du keinen Hut tragen. Nie! Auf diesem Planeten ist es irrsinnig stürmisch. Die Winde wehen 50 Mal schneller, als der Planet sich dreht. Außerdem legt sich dieser Sturm nie und kann sogar noch stärker werden. Schnell weg! Um unser Sonnensystem zu verlassen, musst du von der Erde aus 17,7 Milliarden Kilometer weit reisen. Vergiss nicht, Google Maps mitzunehmen. Vermutlich hast du schon mal was von Methan gehört. Es ist ein Nebenprodukt natürlicher Prozesse wie Vulkanaktivität oder Kühe. Jedenfalls gibt es dieses Gas nicht nur in der Marsatmosphäre, es verwirrt die Astronomen auch noch komplett.
Das Volumen an Methangas auf dem Mars variiert nämlich. Wissenschaftler haben keine Ahnung, warum. Gibt es etwa Kühe auf dem Mars? Vielleicht erinnerst du dich, dass Pluto einst als Planet galt, ihm der Titel aber 2006 aberkannt wurde. Später wurde er als Zwergplanet neu eingestuft. Der überraschende Fakt über diesen Himmelskörper ist aber, dass sein Durchmesser viel kleiner als der der USA ist. Sie selbst, die größte Distanz zwischen Maine und Nordkalifornien, beträgt 4.344 Kilometer. Pluto hat einen Durchmesser von gerade mal 2.370 Kilometer. Uranus rotiert auf der Seite liegend. Astronomen haben für diese seltsame Position keine Erklärung. Schuld könnte eine schwere Kollision gewesen sein, doch das ist bisher lediglich eine Theorie. Übrigens ist Uranus der einzige Planet, der auf der Seite liegt. Unsere Sonne ist unglaublich groß. Willst du Beweise? Die Sonne macht 99,86% der Masse unseres Sonnensystems aus, und zwar in Form von Wasserstoff und Helium. Die übrigen 0,14% verteilen sich auf die 8 Planeten. Vielleicht ist die Erde nicht der einzige tektonisch aktive Planet im Sonnensystem. Astronomen haben eine Landschaft, die wie Klippen aussieht, auf dem Merkur entdeckt. Falls es tatsächlich so wäre, könnte die tektonische Aktivität das schnelle Schrumpfen des Planeten erklären. In den meisten Science-Fiction-Filmen über das Weltall gerät die Hauptfigur in einen Asteroidengürtel aus unzähligen gefährlichen Geschossen, denen ausgewichen werden muss, um das Raumschiff nicht zu beschädigen. Tut mir leid, dir diese Illusion nehmen zu müssen, aber die Realität sieht anders aus. Wir wissen lediglich von einem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Dort gibt es zwar tausende Asteroiden, aber sie sind so spärlich verteilt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision bei nahezu null liegt. Hinter dem Neptun liegt der geheimnisvolle Kuipergürtel. Dort tummeln sich riesige, eisige Objekte. Das Seltsamste an diesem Gebilde ist jedoch, dass die Astronomen sein Bewegungsmuster nicht vorhersagen können. Die einzige Erklärung dafür könnte ein hinter dem Neptun versteckter riesiger Planet sein, den wir nicht sehen können. Dieser hypothetische Planet trägt bereits den Namen Planet 9 und wir brauchen nur noch seine Existenz verifizieren. Oder eben nicht. Vulkane auf der Erde und auf dem Pluto sind so verschieden wie Feuer und Eis. Und zwar buchstäblich. Während die Vulkane auf unserem Planeten heiße Lava speien, spucken die Vulkane auf Pluto Eis. Wenn gefrorenes Wasser sich ausdehnt, baut sich ein gewaltiger Druck auf und eines schönen Tages, puff, bricht das Eis aus. Dabei bildet sich ein neuer Kryovulkan. Einer der Saturnmonde, Japetus, hat eine einzigartige Färbung. Er ist zweifarbig. Eine Hemisphäre ist hell und die andere ist gespenstisch dunkel. Wissenschaftler konnten dieses Mysterium noch nicht aufklären. Pluto hat eine weitere seltsame Eigenschaft. Seine Atmosphäre erhebt sich viel höher über seine Oberfläche als zum Beispiel die Erdatmosphäre. Außerdem hat Plutos Atmosphäre 20 Schichten und jede einzelne ist schrecklich kalt und sehr dicht. Wir leben innerhalb der Sonne. Nein, ich will nicht sagen, wir wären Bewohner dieses etwa 150 Millionen Kilometer weit entfernten rotglühenden Feuerballs. Es ist nur so, dass die Atmosphäre der Sonne sich viel weiter erstreckt als die sichtbare Oberfläche. Und unser Planet befindet sich in eben dieser Atmosphäre. Genau deshalb erzeugen Sonnenwinde auch diese atemberaubenden Polarlichter an unserem Himmel. Der Ozean auf Jupiter ist größer als jeder andere im Sonnensystem. Aber Moment mal, das ist nicht so ein Ozean, wie du jetzt denkst. Er besteht nämlich nicht aus Wasser. Dieses faszinierende Gewässer besteht aus metallischem Wasserstoff und ist atemberaubende 40.000 Kilometer tief. Das entspricht beinahe dem Erdumfang. Die Atmosphäre der Sonne ist heißer als ihre Oberfläche. Auf der Oberfläche herrschen Temperaturen von etwa 5.500 Grad Celsius. In der oberen Atmosphäre sind es hingegen 555.000 Grad Celsius. Wissenschaftler vermuten, dass explosive Ausbrüche etwas mit diesem einzigartigen Phänomen zu tun haben. Die Menschen wissen seit den 1600ern von den hübschen Ringen des Saturn. Doch offensichtlich ist er nicht der einzige Planet mit Ringen. Alle Gasriesen, Uranus, Neptun und Jupiter haben Ringe, nur sind sie sehr dünn und kaum zu sehen. Mars, Venus und Erde hingegen bestehen aus Gesteinsmaterial und haben keine Ringe.
unser Sonnensystem ist nicht das einzige in der Milchstraße. Im Gegenteil. Unsere Heimatgalaxie beherbergt 100 Milliarden Sonnensysteme. Und wenn das nur unsere Galaxie ist, was heißt das erst für das gesamte Universum? Hier auf der Erde könntest du jeden Moment über einen Stein, der vom Mars stammt, stolpern. Nachdem Wissenschaftler die chemische Zusammensetzung von Meteoriten aus der Sahara, Antarktis und von anderen Orten unseres Planeten untersuchten, kamen sie zu der schockierenden Schlussfolgerung, dass sie vom Mars stammen. Da Merkur der Sonne am nächsten ist, vermuten viele Menschen, dass er auch der heißeste Planet ist. Stimmt aber nicht. Die Venus, die etwa 48,3 Millionen Kilometer weiter von der Sonne entfernt ist, ist viel heißer. Die Venus hat nämlich eine unglaublich dicke Atmosphäre, die 100 Mal dichter ist als die der Erde. Außerdem besteht diese Atmosphäre fast vollständig aus Kohlenstoffdioxid, auch bekannt als Treibhausgas. Diese Faktoren lassen die Temperaturen auf der Venus auf 468 Grad Celsius steigen. Heiß genug, um Blei zu schmelzen. Auf dem Merkur werden nur bis zu 427 Grad Celsius erreicht. Jupiters Mond Io stellt ein unendliches Chaos von hunderten rauchenden Vulkanen dar. Solltest du ihn je besuchen, kannst du die Rauchschwaden bis hoch in seine Atmosphäre steigen sehen. Der größte Vulkan unseres Sonnensystems, zumindest soweit wir wissen, befindet sich auf dem Mars. Er nimmt eine Fläche so groß wie ganz Italien ein und ist so hoch wie der Mount Everest. Wie konnte er nur so groß werden? Die Antwort ist einfach. Auf dem Mars ist die Schwerkraft deutlich geringer als auf der Erde. Auch wenn du nur ein kleiner Himmelskörper bist, kannst du einen Mond haben. 1993 passierte die Galileo-Raumsonde einen Mini-Asteroiden mit gerade mal 32 Kilometern Durchmesser. Um ihn kreiste ein Mond mit einem Durchmesser von 1,6 Kilometern. Seither haben Astronomen unzählige Monde, die kleinere Planeten umkreisen, entdeckt. Der Grabenbruch Valles Marineris auf dem Mars ist 10-mal so groß wie der Grand Canyon. Und das ist längst nicht alles, was Astronomen in Staunen versetzt. Immerhin gibt es auf dem Mars keine tektonischen Aktivitäten. Auf der Oberfläche des Jupiter erkennt man einen großen roten Fleck. Man stellte fest, dass dieser Fleck ein seit Jahrhunderten tobender Sturm ist. Doch vor etwa 20 Jahren bemerkten Wissenschaftler, dass diese rote Region zu schrumpfen begann. Heute ist sie nur noch halb so groß, wie sie einst war. Trotzdem ist der Fleck noch anderthalb Mal so groß wie die Erde. Kennst du weitere ungewöhnliche Fakten über unser Sonnensystem, die ich nicht erwähnt habe? Dann teile sie gerne mit uns in den Kommentaren. Hast du heute etwas Neues gelernt? Gib dem Video gerne ein Like und teile es mit deinen Freunden. Aber hey, geh noch nicht auf Weltraumreisen. Wir haben über 2000 coole Videos für dich. Klicke einfach auf das rechte oder linke und bleibe auf der Sonnenseite des Lebens.